Ich habe in den vergangenen 4 Wochen so viel investiert wie kaum in einem anderen Monat im vergangenen Jahr. Welche Projekte ich gekauft habe, warum ich genau diese gewählt habe und warum von diesen 5 Projekten, die ich die letzten Monate gekauft habe, tatsächlich 3 absolute Newcomer bei sind und ein Projekt, von dem ihr noch nie etwas im deutschen Kryptoraum gehört habt, erzähle ich euch mal direkt nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen bei der Kryptofamilie. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Meine lieben Freunde, ich nehme euch immer so ein bisschen mit auf die Reise. Was kaufe ich nach? Warum kaufe ich es nach? Welches Potenzial sehe ich? Und vor allen Dingen auch, in welchen Sparten investiere ich? Das Ganze auch relativ transparent mit den Summen, auch bei welchen Marktzeitpunkten ich nachkaufe. Und das möchte ich heute mit euch nochmal machen. Für den gesamten Januar 2024. Ja, ihr habt es richtig gehört, das Jahr ist schon wieder einen Monat um. Wahnsinn, wie schnell das vergeht. Ich möchte hier an der Stelle noch eine wichtige Besonderheit euch nochmal sagen, beziehungsweise dafür sensibilisieren. Wenn ihr euch in ein neues Projekt reinfuchst, wenn ihr ein neues Projekt investieren wollt, bitte macht nicht den Kardinalfehler, das ist ganz, ganz wichtig, und investiert eure gesamte Summe, die ihr für dieses Projekt habt, an einem Zeitpunkt. Ich zeige euch das mal an einem Beispiel, was ich euch hier auf der rechten Seite, nee, linken Seite bei euch einblende. Einfach mal ganz, ganz einfach gezeigt. Dieses Projekt, was ich jetzt habe, blende ich mal so weit aus, dass ihr nicht wisst, was ich gekauft habe. Aber ich habe tatsächlich an 4 oder 5 verschiedenen Zeitpunkten gekauft. Denn hätte ich all mein Geld in der ersten Investition reingesteckt, hätte ich einen relativ beschissenen Durchschnittspreis gehabt und wäre jetzt noch weiter im Minus gewesen. Was aber bei so einem neuen Projekt gar nicht schlimm ist. Von daher seht ihr, teilt eure Investitionssumme in 3, 4, vielleicht auch 5 Schritte auf. Das ist ganz, ganz wichtig. Ihr müsst nicht immer den besten Preis erwischen, aber solange ihr einen guten Durchschnittspreis über einen gewissen Zeitraum, 2 Wochen, 5 Wochen, 3 Monate, 4 Monate habt, ist das vollkommen in Ordnung. Nicht die FOMO kicken lassen und sagen, jetzt habe ich mir in das Projekt reingearbeitet, jetzt finde ich das super, jetzt muss ich alles reinbuttern, was ich irgendwie noch auf der Seitenlinie liegen habe. Nein, geht bedacht vor, nehmt euch Zeit und plant eure Investitionen Schritt für Schritt. So könnt ihr auf jeden Fall sicherstellen, dass ihr keine allzu großen Preissprünge drin habt, beziehungsweise keinen Fehler macht, weil alles mit Mal reingebuttert wird. So, meine lieben Freunde, aber ganz kurz noch der Vollständigkeit halber. Ihr kennt das in meinem Video, ihr findet unten Zeitmarken, sprich, sollte euch irgendetwas einzelnen Themen nicht interessieren, springt gerne weiter zum nächsten Punkt. Und wenn ihr es noch nicht seid, guckt gerne mal bei mir auf der Kanalmitgliedschaftsseite vorbei. Da findet ihr auch die Anmeldelinks für meine Kanalmitgliedschaft, da gibt es 3 Stufen. Und ab Level 2 kriegt ihr solche Videos auch wenigstens einen Tag früher zu sehen. Und ab Kanalstufe 3 wird es zukünftig auch noch exklusive Inhalte mit exklusiven Coin-Vorstellungen geben. Und nebenbei unterstützt ihr mich auch noch ein bisschen. Aber lange genug gequatscht, meine lieben Freunde, lasst uns mal direkt reinspringen. Und ihr kennt diese Liste von mir. Ich zeige euch ganz kurz, um welches Asset geht es, wie viel habe ich gekauft, welche Sparte ist das, sprich welchen Nischenbereich, bzw. allgemein welchen Bereich behandeln wir hier. Wir reden einmal über das Market Cap, das zeige ich euch in Konstellation zu dem jeweiligen Asset, den Market Cap nach dem Rang, die Investitionssumme, den Preis, den ich bei dem Asset durchschnittlich erzielt habe und natürlich auch die Anzahl der Token, restriktive der Coins, die ich dort erworben habe. Und das Ganze auch immer transparent, denn die Summen, die ihr hier seht, habe ich auch wirklich in mein Portfolio hinzugefügt. Und Projekt Nummer 1 ist XRP Paynet. Micropayments auf der Blockchain. Und das Ganze nicht wie jetzt beispielsweise der große Bruder XRP selbst, sondern wirklich zwischen Customer zu Business, beziehungsweise auch Customer. Da gibt es die eigene Volatile-App zu, ist eine eigene Hot Wallet, ist auch in Kombination mit Tangem, meine ich sogar. Da kann man auch Tangem-Karten mit kombinieren, etc. pp. Aber nur mal am Rande. Projekt aktuell gerade auf Marktrang 2820. Und nach Market Cap gerade mal 1,3 Millionen drin. Meine lieben Freunde, ein absolutes Low-Cap-Projekt. Micro-Cap wäre es tatsächlich unter 1 Million. Ich habe hier in dem letzten Monat $350 rein investiert bei einem durchschnittlichen Preis von 0,00027 US-Dollar. Hat mich auf knappe 1,3 Millionen Token gebracht. Da auf dem XRP Ledger laufend ist es halt ein Token und keine eigene Layer-1-Lösung. Aber ganz kurz auch nochmal hier auf diese Website selber drauf. Wenn ihr in so ein Projekt rein investiert, schaut euch natürlich immer die Randbedingungen an. Erstmal, wie gesagt, das ist ein legit Projekt. Ihr könnt auch mal in die Telegram-Gruppe reingucken, verlinke ich euch unten ganz gerne. Macht wirklich auch Sinn. Aber noch viel wichtiger ist natürlich das gesamte Thema am Chart geschehen. Ihr seht hier selber, das Projekt ist irgendwann im Anfang 22 gelauncht worden. Hat hier ein paar kleinere Peaks hinter sich gehabt, aber nochmal, meine lieben Freunde, das ist kein Projekt, was ein Bullrun gesehen hat. Das ist kein Projekt, wo noch große Investoren drin sind. Sprich, da hat man die Chance, und ich betone es wirklich ganz deutlich, die Chance auf einen Rohdiamanten, auf ein Projekt, was sonst noch kaum jemand großartig auf dem Schirm hat, wo noch richtig massive Preiszuwächse vorhanden sind. Und wenn wir auch nochmal reingucken, das Projekt hatte von ihrem All-Time-High von 1,5 Cent bis jetzt
zum aktuellen Kurs knappe 98% eingebüßt. Das ist aber normal, wie gesagt, Bärenmarkt. Und wir sind ab dem All-Time-Low gerade mal um 50%, 56% gestiegen. Also ihr seht, guter Einstiegszeitpunkt meiner persönlichen Meinung nach. Wie gesagt, keine Finanz- oder Anlageberatung. Macht euch bitte eure eigenen Gedanken, wo ihr euer hart verdientes Geld rein investiert. So, meine Freunde, und jetzt wird spannend, denn jetzt kommt eine Premiere. Ich habe hier ein Projekt für euch vorbereitet, beziehungsweise gefunden, gesehen. Ich habe mich durch Werbung inspirieren lassen auf YouTube. Ja, meine lieben Freunde, das passiert mir auch mal. Wenn du ein Video guckst, hast du im Vorfeld Werbung. Und ich habe da ein Krypto-Projekt gesehen, wo ich mir dachte, okay, jetzt hast du es 6, 7, 8 Mal gesehen, jetzt guckst du es dir mal komplett an. Und ich rede hier von dem Africa Rare Projekt mit dem eigenen Ubuntu-Token. Es gibt dort tatsächlich einen neuartigen KI-Bot, den das Team plant. Ich habe mich da wirklich ein paar Stunden reingelesen und habe mich da ein paar Videos verloren von den Foundern selber auf der Website, in der Anmeldung etc. pp. Dieser KI-Bot soll die Art und Weise, wie wir momentan gerade mit beispielsweise auch ChatGPT interagieren, komplett revolutionieren. Mit einem eigenen Large Language Learning Modul und ganz vielen anderen Ideen. Wie gesagt, nehmt euch mal die Zeit, guckt es euch ein kleines bisschen an. Ich verlinke euch natürlich die Website unten auch. Ich habe ja aktuell gerade nicht mal einen Marktrang, kein Market Cap und auch keinen Tokenpreis, weil das Projekt befindet sich noch nicht mal im Community Sale, also noch nicht mal im Pre-Sale. Es gibt noch gar keinen Preis für das Projekt. Aber es gibt wohl eine Liste, wo man sie eintragen kann. Zeige ich euch nachher auch noch ganz kurz im Detail. Was gibt es noch? Das Projekt selbst baut sich ein eigenes Metaverse auf. Das erinnert mich hier tatsächlich so ein bisschen an Blocktopia, ja? Also eigene Grundstücke hier zu kaufen, fand ich relativ witzig, ist persönlich nichts für mich. Unter anderem soll es da wohl auch noch einen eigenen NFT-Marktplatz geben mit eigener Kunst. Und was mich wirklich interessiert hat, waren tatsächlich die Tokenomics. Wenn ihr euch mal die Tokenomics hier anguckt, tatsächlich 1 Milliarde Token im maximalen Supply. Ein Vestingplan, wenn ich das hier richtig rauslese, von über 4,5 Jahren, was eine enorm lange Zeitspanne ist. Und die Tokenomics sind auch absolut transparent sichtbar. Und ihr seht hier unten gerade, an Tag 0 startet der IDEO und der IEO, also sprich der Initial Coin Offering auf den DEXs und den zentralisierten Exchanges. Das Projekt hier tatsächlich auch anhand der Roadmap in 21 gestartet, und wir gerade in 24 planen sie jetzt hier schon die nächsten Schritte. Ihr seht ja auch gerade, ich habe bei mir in meiner Investitionsmappe $150 reingeschrieben. Warum habe ich $150 reingeschrieben? Naja, ganz, ganz simpel. Weil ich tatsächlich in solchen ICOs nicht mehr Geld investiere. Das ist für mich Spielgeld. Wenn es gut geht, ist es gut. Wenn nicht, dann nicht. Ich kaufe solche Coins und Token tatsächlich immer ganz gerne erst nach dem kompletten Listing. So, wie könnt ihr hier selber aber jetzt bei dem Projekt Token kaufen? Das ist gar nicht so einfach, denn wirklich Token kaufen könnt ihr nicht. Ihr seht das hier oben schon, ich habe meine MetaMask mit dem Projekt verbunden. Wenn ihr hier jetzt mal auf der Website selber unten mal in den Bereich Join the Ubuntu Token Allow List reingeht, könnt ihr hier auf Join Allow List klicken. Du musst dich hier tatsächlich in so eine Liste eintragen. Hier ist auch meine MetaMask Matic Wallet. Ja, meine lieben Freunde, ihr hört es auch richtig. Nicht ein Projekt, was irgendwie shady auf Binance gebaut wurde oder dummerweise wieder auf Ethereum mit hohen Gasgebühren. Nein, das Projekt ist auf Matic gebaut, was ich schon mal einen richtigen mega Pluspunkt finde. Also machen müsst, E-Mail-Adresse eintragen, so habe ich es zumindest gemacht, Wallet-Adresse eintragen, respektive mit eurer MetaMask verbinden. Hier ganz kurz und ganz wichtig, meine lieben Freunde, macht das bitte mit einer Burner-Wallet. Nehmt nicht eure MetaMask, wo alle eure Sachen drauf sind. Ganz wichtig, wenn doch irgendwas schief geht, werden euch nicht die Coins abgezogen. Und hier einmal auf Allow klicken. Und dann musst du tatsächlich 0,01 Ethereum in der Wallet haben, um dann später deine Token, die du kaufen willst, zu claimen. Was hier relativ interessant ist, was ich in den AGBs auch gelesen habe, man kriegt da wohl ein NFT noch zugeschickt, beziehungsweise wenn du dich in diese Allowance-List einträgst, mit der du dann wohl später, wenn du das NFT stakest, auch diesen Ubuntu-Token wieder claimen kannst. Also alles für Leute, die wirklich früh an einem Projekt bei sein wollen, super interessant. Und nochmal ganz kurz zu den Tokenomics, denn das habe ich ja ganz kurz ein bisschen erwähnt zum Anfang. Die Tokenomics selber sollen für die Währung in-game sein, also sprich, damit bezahlst du tatsächlich alles, ne? Auch in dem eigenen Metaverse. Du sollst Land mitkaufen können und was ich auch sehr, sehr gut fand, ist dieser humanitäre Gedanke an dem gesamten Projekt. Denn, wenn ich es jetzt noch gerade mal finde, 10% von den Gebühren, die bei dem Projekt eingenommen werden bzw. anfallen, sollen tatsächlich humanitären Zwecken, hier steht es, humanitären Zwecken zugutekommen. Und auch alleine an dieser Roadmap hier, an der Token Distribution List, siehst du, dass das Projekt einen Langzeitplan hat. Also kein Pump and Dump, aber wie gesagt, noch nicht mal ein ICO, gerade in der Warteliste, sollte man sehr vorsichtig sein. Wie gesagt, ich persönlich habe $150 in Matic auf meine MetaMask raufgeladen, die ich aber auch mit meinem Ledger abgesichert habe. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Und da könnte tatsächlich was Großes draus werden. Aber lasst mich mal wissen, was ihr von dem Thema haltet. Und wenn ihr Bock habt, dass ich mal vielleicht so eine gesamte Vorstellung von dem Projekt mache, lasst mich das auch gerne mal in den Kommentaren wissen. Und meine lieben Freunde, auf zu Projekt Nummer 3, was ich nachgekauft habe. Und das ist natürlich Happy Cyber Security auf der Blockchain. Leute, ich finde dieses Projekt einfach nur
geil. Ich habe diesen Monat knappe 500 US-Dollar in Happy investiert, zu einem Durchschnittspreis von 20,35 Dollar. In diesem Monat tatsächlich der niedrigste Preis gewesen. Video zu Happy, was das Projekt macht, etc. pp., habe ich euch hier oben rechts schon mal verlinkt. Schaut da unbedingt nochmal rein. Es lohnt sich wirklich, da nochmal ein bisschen zu verstehen, warum ist das Projekt so genial. Momentan gerade Market Cap auf dem Rang 987 mit einem Gesamtmarket Cap gemäß CoinGecko von 16,8 Millionen. Also auch noch ein absolutes Low-Cap-Projekt. Und wie gesagt, ich habe zu 20,35 US-Dollar pro HAPI Token, ERC20 Token, nachgekauft, was mich 24,6 HAPI in meinem Portfolio zusätzlich beschert hat. Wenn wir hier nochmal kurz reingucken, HAPI von den Tokenomics ist für mich super spannend, denn maximal 1 Million HAPI Token im Maximal-Supply. Und der Circulating-Supply ist aktuell bei 713.000. Leute, das ist so wenig. Da müssen sich nur mal ein, zwei größere Wahlerinnen verlieren und dann geht der Preis absolut gen Himmel. Ich habe in meinem Video, was ich euch verlinkt habe, auch eine Preisprognose dazu abgegeben. Guckt euch das wirklich an. Wenn ihr die Preisprognose verstanden habt und verstanden habt, wo das Projekt hinwandern kann, bei nur ein klein bisschen Wachstum, muss ich ehrlich sagen, ist das, glaube ich, eine wirklich interessante Investition, die man sich mal überlegen sollte. Aber nochmal, keine finanzielle Anlageberatung, das ist euer hart verdientes Geld. Und neu seit ein paar Wochen auch tatsächlich das Happy Staking. Link dazu haue ich euch unten rein. Ist kein Reflink, nur zur Info für euch, dass ihr sehen könnt, wo ihr eure Happys staken könnt. Mache ich momentan noch nicht, werde ich aber in den nächsten Tagen auch vorbereiten. So, meine Freunde, Projekt Nummer 3 abgeschlossen. Und dann geht's auf zu Projekt Nummer 4, Xai Gaming. Nicht zu verwechseln mit Xai. Xai ist tatsächlich eine komplette Gaming-Plattform auf Arbitrum gebaut. Mega heiß, mega genial. Ein Layer 3. Was ein Layer 3 ist, kommen wir auch gleich nochmal dazu. Momentan gerade Marktrang 229, 778 Millionen Market Cap und ich habe, ja, richtig hingeguckt, 1450 Dollar in Xai reingesteckt. Zu einem Durchschnittspreis, momentan gerade von 86 Cent. Das hat mir bei mir im Portfolio 1686 Xai Token beschert. So, meine Freunde, ich hatte ja eingangs im Video erzählt, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass ihr nicht in einer Summe rein investiert. Und jetzt blende ich das Bild euch nochmal ein, dann versteht ihr auch, wenn ich alles an meinem geplanten Investitionsvolumen in Xai reingepumpt hätte, zu dem Zeitpunkt, wo ich das Projekt hätte kaufen wollen, wäre ich mit meinem Preis aktuell bei knapp einem Dollar. Das wäre natürlich beschissen, weil der Markt noch weiter runter korrigiert hat. Deswegen, ganz, ganz wichtig, nehmt Steps, kauft in Steps ein. Gut gemeinter Rat von mir, befolgt den gerne oder lasst uns gerne mal wissen, wie ihr euer Kaufverhalten in dem Markt steuert beziehungsweise in welchen Steps ihr einkauft. Oder ob ihr euch sagt, ist mir ganz egal, ich habe eh langfristig das Ziel im Blick. Und ich hatte es ja ganz kurz erwähnt, Xai, eine Gaming-Plattform von den Developern von Arbitrum selber. Ein wirklich interessantes Projekt. Also man kann hier tatsächlich auch noch eigene Nodes kaufen, bei denen du dann nachher mit Airdrops belohnt wirst, restriktiver auch natürlich daran partizipiert, dass du die Node betreibst und für die Sicherheit des Systems mit dazu sorgst, weil dann natürlich Transaktionen durch deine Node validiert werden. Die Nodes sind aber wirklich nicht günstig und da muss sich an jeder selbst überlegen, ob das Sinn macht. Ganz kurz auch noch zum Aufbau von Xai. Ihr kennt ja Layer 1 Lösungen. Ethereum, Bitcoin, XRP etc. Xai macht tatsächlich etwas ganz Interessantes. Sie baut nicht direkt auf Ethereum auf, denn Gasgebühren, Skalierbarkeit und vor allem auch Geschwindigkeit sind absoluter Pain. Nein, Xai hat sich gedacht, okay, wir bauen mal direkt auf einer Layer 2 auf Arbitrum auf. Und was macht dann Xai natürlich so besonders? Genau, es ist erstmal eine eigene Layer 3, eine vollständige Layer 3, keine Hardfork, kein irgendwas, sondern ein eigenständiges Ökosystem, was sich anhand der Vorteile der Layer 1 und der Layer 2 bedient. Denn absolut sicher, weil durch Ethereum vernünftig abgesichert und natürlich auch durch den Umstand, dass sie auf der Layer 2 Arbitrum aufgebaut sind, skalierbar, günstig, schnell. Also da muss man ganz ehrlich sagen, tipp, top, super Idee. So, wenn wir jetzt aber mal ganz kurz in den Chart von Xai reingucken, seht ihr auch ein Projekt Anfang diesen Jahres gelauncht. Absolut jungfräulich, ihr tief gehabt momentan gerade irgendwo bei 46 Cent, gerade bei 75 Cent, muss man ganz ehrlich sagen, auch da macht man wahrscheinlich nichts falsch, wenn man sich mal darüber einen Gedanken verschwendet, dort zu investieren. Aber ganz kurz mal zu den Tokenomics. Ihr seht gerade 2,5 Milliarden im maximalen Supply. Und jetzt hier gerade mal, na, was sind das? Nicht ganz 10% released. Das sieht natürlich ganz, ganz beschissen aus. Aber wenn wir mal in die Tokenomics reingucken, meine lieben Freunde, seht ihr, das ist überhaupt gar kein Thema. Denn das Projekt bzw. diese Gaming-Plattform mit ihren geplanten Spielen ist darauf ausgelegt, zukünftig langfristig zu funktionieren, Rewards auszuschütten, denn das ist wirklich ein Knackpunkt bei solchen Projekten. Es muss langfristig aufgebaut sein. Und ihr seht hier selber, 7,5% fürs Ökosystem, 20% fürs Team, 22,4% für die Investoren und die restlichen über 50% Nodes und die Community. Leute,
Das lässt einfach schon tatsächlich zeigen, Projekt langfristig aufgebaut. Und auch sowas müsst ihr gucken. Nicht hier von wegen irgendwie ganz schnell und fixreich werden. Nein, so ein Projekt, noch kein Krypto-Frühling mitgemacht, noch kein Bullrun mitgemacht und vernünftig langfristig aufgebaut. Und alleine dadurch, dass es durch die Entwickler von Arbitrum gebaut und entwickelt wurde, hat das für mich einen mega, mega Vorteil. Kein shady Team dahinter, super Finanzmittel im Hintergrund und eine mega starke Layer 2. So, meine Freunde, eure Meinung zu Xai aber gerne unten in die Kommentare rein. Und jetzt kommen wir zu Projekt Nummer 5, was ich gekauft habe. Und da werdet ihr jetzt wahrscheinlich ein kleines bisschen enttäuscht sein. Ich verrate es euch nicht, denn es ist tatsächlich exklusiv für meine Telegram-Gruppe gewesen. Die Leute aus der Telegram-Gruppe wissen genau, worin ich investiert habe, worin wir auch investiert haben. Das Projekt hat momentan gerade schon gute 50% plus gemacht, ist auf dem Weg zu weiteren 2x. Und ich kann euch nur so viel verraten, ist aus dem Deep-Pin-Bereich dezentralisierte physikalische Infrastruktur, also Datenbereitstellung, Datenmanagement, mega heiß, Leute. Und ihr seht, ich habe in ein neues Projekt über $2,600 reingebuddert. Tja, da könnt ihr mal überlegen, was es ist. Mal sehen, in den nächsten Wochen kommt eventuell noch ein eigenes Video dazu auf meinem Kanal. Und Strich drunter, $5,050 diesen Monat investiert. Und meine lieben Freunde, das hört sich erstmal crazy an. Das ist so unglaublich viel Geld, aber ich hatte es ja in einem der letzten Videos schon gesagt, ich habe noch Geld auf der Seite. Linie liegen genau für solche Projekte, die neu dazukommen. Es ist auch tatsächlich ein neues Projekt, jetzt das letzte, was ich erwähnt habe, und hat auch noch keinen Krypto-Frühling mitgemacht, hat noch keinen Bullrun mitgemacht und ist vor allen Dingen dessen auch ganz, ganz interessant. Und mich fragen immer wieder Leute, wo bekommt man denn gute, vernünftige Projekte zu kaufen? Hier mein Tipp an euch als nicht-EU-regulierte Börse, die es nicht interessiert, wie viel ihr einzahlt, ob ihr irgendwelche Transaktionen von irgendwo anders macht, die nicht nachvollziehbar sind, die euch kein Konto zumachen, wo ihr auch ganz einfach per Euro ein- und auszahlen könnt, Video auch oben rechts in der Infobox, per Banküberweisung, kann ich euch nur Coinex empfehlen. Unten in der Videobeschreibung findet ihr auch einen Link, der spart euch einen ganzen Schwung an Gebühren, denn tatsächlich, diese Börse ist eine Top-30-Börse. Vernünftiger Proof of Reserve, immer mal wieder ein paar Aktionen, weit über 860 verschiedene Micro- und Low-Cap-Projekte und natürlich auch die ganzen bekannten Solana, Bitcoin, Ethereum, XRP, Matic und wie sie nicht alle heißen, kriegt ihr dort auch normal zu kaufen. Ein wirklich schönes Benutzerinterface, einfach gehalten, Börse auch auf Deutsch, das gesamte Interface, eine tolle Handy-App, die ihr von überall benutzen könnt. Ich benutze Coinex tatsächlich zu 80% meiner Transaktionen, die ich selber auch mache. Und da kriegt ihr natürlich auch solche Projekte wie zum Beispiel Xai auch zu kaufen und Xai und noch, wie gesagt, weit über 800 verschiedene Projekte. Ja, meine lieben Freunde, gerne mal eure Meinung zu meiner kleinen Einkaufsliste und vor allen Dingen auch zum neuen Projekt, diesem Ubuntu Africa Rare, mal in die Kommentare rein. Würde mich wirklich mal interessieren, wie ihr das Projekt selber bewertet, ob es sich lohnt, auf die Liste einzutragen, beziehungsweise oder ob man erst auf den Sale warten sollte, wenn alles offiziell an den Exchanges gelistet ist. In dem Sinne aber auch, wenn ihr ein paar neue Projekte habt, ein paar Ideen habt, die interessant ist, die ihr gerne mal teilen wollt mit der Community, unten in die Kommentare rein und lasst uns das gerne mal wissen, weil wir wollen ja auch unsere Community ein bisschen aufschauen. Vielleicht ist ja auch ein bisschen was Interessantes für mich dabei und dann kann ich das in einem der nächsten Videos mal vorstellen. Schön, dass ihr wieder so lange am Video dran geblieben seid und es ist wieder nochmal verrückt. Ich kann es immer wieder sagen, 2024 ist schon wieder ein Monat alt. Wir haben noch 11 Monate, bis wieder Weihnachten ist. Tja, so schnell vergeht die Zeit. In dem Sinne, schön, dass ihr wieder so lange am Video dran geblieben seid. Ich freue mich auf euch im nächsten Video. Danke euch. Ciao, ciao.